Oh, grüß Gott, ihr Lieben. Hier sind wir in der Peace Crowd. Ihr habt uns ja bestimmt gesehen in Berlin, wo wir Unglaubliches erlebt haben. Da haben wir Geschichte geschrieben zusammen und es gab ganz besondere magische Momente. Und einer der magischsten Momente war, als eine Vision von mir, die ich vor 4 Jahren bekommen habe, immer mehr wahr geworden ist. Und zwar habe ich da 100.000 Trommeln für den Frieden ja, durchgesagt bekommen, dass ich da das starten soll. Und wir haben dann unglaublich viele Dinge erlebt in den 4 Jahren. Und jetzt irgendwie kommt das Bild zusammen, dass wir das dort in Berlin umsetzen sollen. Und ja, ich stand da irgendwann an der Bühne, umringt von Polizisten. Ihr kennt ja die ganze Geschichte. Und dann war so eine ja, ziemlich miese Laune in der ganzen Menschenmenge. Und auf einmal kamen die Trommeln vorbei. Da war dann die Isa dabei und die Nakandi und der Martin. Und dann ging das dermaßen ab. Und jetzt möchte ich einfach mal ja, der Nakandi das Wort geben, die mal beschreibt, wie das so losgegangen ist und was da so entstanden ist. Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen heute, Stefan. Danke für dieses Interview. Es liegt uns total am Herzen, das mal der Menge mitzuteilen, wie das überhaupt zustande kam, denn das war absolut nicht geplant. Es war ein Impulsmoment. Wir saßen sehr weit vorne am Backstage-Bereich und haben die ganze Zeit diese Situation aus der Seite beobachtet, Backstage und Publikum. Und in dem Moment, wo der Strom abgeschaltet worden ist, begann die Spannung etwas zu steigen, um die Bühne drumherum. Alle versuchten, über die Absperrung zu klettern, die Securities hatten zu tun. Niemand wusste mehr, wie es weitergeht. Keiner wollte gehen und keiner ging aber auch so richtig nach vorn, weil es war nicht klar, was zu tun war. Und wir haben für uns in einer kleinen Runde, wir waren mit so 5, 6 Leuten da, wir hatten 2 Trommeln dabei. Wir wussten noch nicht genau, was wir mit den Trommeln machen sollen. Wir hatten sie aber da. Und in einem Moment haben wir beschlossen, Trommle mein Herz für das Leben, für uns selbst zu spielen. Davon gibt es auch eine kleine Aufnahme. Und es tat wahnsinnig gut in diesem Moment. Es gab uns selbst einen Schutzraum und eine neue Energie. Es ging was hoch. Und dann kam der Security zu uns und meint, Leute, könnt ihr nicht dieses Lied da in der Masse spielen, in der Menge da drüben? Die brauchen das gerade. Und das war der Aufruf, den es brauchte für uns, um loszugehen und unsere Rassen zu schnappen, die Trommeln zu schnappen, die Freunde zu schnappen. Und wir haben Trommel mein Herz für das Leben, singe in meinem Mund den Frieden, als laufende Karawane durch die Menge gesungen. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, dass sofort alle eingestiegen sind in den Gesang, die es kannten, ins Klatschen, in den Rhythmus der Trommeln. Alle waren plötzlich wieder wach. Also es war vom Stillstand plötzlich wieder hohe Energie da, von einem Moment auf den anderen. Es war absolut faszinierend. Und im gleichen Moment kam Gandhi angefahren als übergroßes Bild. Und ich wusste in dem Moment genau das ist das, wofür wir hergekommen sind, weshalb wir die Trommel mitgebracht haben und worum es hier gerade geht. Es geht hier um Frieden, ganz, ganz klar. Es ist so tief im Herzen angekommen. Und ich glaube, durch die Trommel können wir diese Botschaft direkt ins Herz transportieren. Und wir haben weitere Gesänge gesungen, die wir gerne euch beibringen möchten, die beim nächsten Mal gesungen werden sollen. Und so sind wir zu den anderen Trommeln gekommen, die sich angeschlossen haben. So sind wir zum Stefan Bergmann gekommen. Und es wurde eine ganze Bewegung da draußen. Und es begann mit 2 Trommeln. Ja, und das Wunderbare, was da passiert ist, ist eben, dass die Menschen zusammengefunden haben, dass der Schock sich gelöst hat und dass es eine riesige Party geworden ist. Und das war total irritierend für die Polizisten und auch entspannend gleichzeitig, weil diese ganze Spannung, die da war, war plötzlich dann doch wieder in ein Fest für Friede und Freiheit gemündet. Und da gibt es tolle Aufnahmen und auch tolle Bilder. Das kam sogar dann im Spiegel, wie wir da abgerockt haben. Und jetzt ist dann natürlich auch der Wunsch entstanden, dass es weitergeht. Wir werden am 29.08. wieder zusammenkommen, in noch viel größerer Anzahl. Und da wird man natürlich wieder trommeln. Und jetzt kommt noch der Martin ins Spiel, der ja gesagt hat, er sieht, dass wir ein Spalier machen für den ganzen Aufzug, wo die 100.000 Trommeln oder wie viel es auch immer werden, unglaublich viele Trommeln da durchgehen. Und ja, Martin, erzähl mal, wie deine Vision ist. Hallo Stefan, danke. Ja, meine Vision ist wirklich eine Vision. Also ich hatte sowas noch nie und das ist so ein kräftiges Bild. Ich hatte letzte Woche so eine Power und Energie, um das voranzutreiben. Und das Bild ist total klar. Wir werden ganz, ganz viele von den 100, Minimum 100.000 Trommlern werden Spalier stehen.
50.000 auf der einen Straßenseite, 50.000 auf der anderen Straßenseite. Und die ganzen Demonstranten werden an uns Trommlern und Rasslern und Mitsängern und Flyer, also Liedtextverteilern an uns vorbeiziehen. Und wir werden sie mit dieser Trommelenergie, mit dieser Power, mit dieser Herzenskraft, ja, die wir im 1.8. schon bei der spontanen, ungeplanten Trommelaktion erlebt haben, werden sie beschallen und werden einfach diese Energie ausstrahlen, dass es um das geht, was die Nakani gesagt hat, die Menschen wieder ins Herz zu bringen, in den Frieden. Und genau, das ist das Bild. Und das ist sehr kraftvoll. Und ich habe am 1.8. schon Momente gehabt, wo ich wirklich wie ein Schloss und geweint habe. Und auch jetzt in der Vorbereitung für die Trommelaktion. Ich war letzte Woche wirklich so erfüllt. Das war wie ein Rausch, der einfach so kam und sehr emotional. Und bin froh, dass ich mich jetzt zusammenreißen kann. Das wird eine schöne Energie am 29.8. Und ich finde es auch super schön, dass es ja gar keine Demo ist, sondern ein Friedensfest. In diesem Sinne lade ich alle Menschen ein, mit ihrer Trommel nach Berlin zu kommen und ganz vorne, wo der Zug losgeht, mit der Trommel sich einzufinden, damit wir dort dem Martin seine Vision ja leben können, dass da der ganze Zug, der letztes Mal 7,5 Kilometer lang war, dass die Leute, die da durchkommen, dass sie aufgeladen werden mit dieser Trommelenergie. Ja, und ihr habt ja ein paar Eindrücke jetzt in dem Video bekommen. So und noch viel, viel besser wollen wir das aufziehen für die Freiheit, für den Frieden, für unsere Grundrechte und für eine liebevolle, herzliche Welt. In diesem Sinne danke ich allen und freue mich schon auf den 29.8. in Berlin. Aho! Yeah. Aho!